ziemlich viel schon verstanden und akzeptiert hat, was Einwirkung angeht, Sensibilisierung und Desensibilisierung. Am meisten zu tun habe ich eigentlich damit, dass er Ängste ist und seine Aufmerksamkeit, wie man sieht, gern auf das andere Geschlecht lenkt. Deswegen mache ich mich jetzt hier ein bisschen bemerkbar, will ihn mal kurz frei in der freien Bewegung einfangen, mental. Das heißt, immer wenn er mir ansatzweise Fokus in meine Richtung gibt, biete ich ihm den Rückzug an und warte, ob er bereit ist, seine Aufmerksamkeit mal wegzunehmen. Da denkt er in meine Richtung, gehe ich auf Rückzug, bis er erstmal übergeht und ein bisschen folgen. Sich dafür interessiert, wo ich hingehe. Freiarbeit benutze ich gerne immer als erstes, um mein Pferd anzugewöhnen, in meine Richtung zu denken. Dabei werde ich ihn nicht rumjagen, wenn er nicht in meine Richtung denkt. Ich werde mich nur bemerkbar machen. Ich nehme Raum ein, irgendwo ist er hier, wenn ich irgendwo hingehe, pass auf. Wende mich von ihm ab, wenn er sich mir zuwendet. Komme ihm zum Beispiel näher, Annäherung. Nehme mal hier den Raum ein, ohne direkt umjagen zu wollen, könnt ihr ihm auch sagen, hey, der Stutenhaufen gehört mir. Sagt er, wozu ich mit den anderen? Aber so wie er in meine Richtung denkt, biete ich ihm das natürlichste Druck wegnehmen, was es gibt, an, nämlich den Rückzug. Annäherung und Rückzug sind die Hauptprinzipien, mit denen Pferde gerne arbeiten. Und deshalb will ich das Folgen auch auf diesen Grundprinzipien aufbauen. Er kriegt immer eine Entscheidungsmöglichkeit, in meine Richtung zu denken, kann sich natürlich auch umentscheiden. Dann ist es meine Aufgabe, mich wieder wichtig genug zu machen, bis er sich mehr und mehr für mich interessiert. Gehe er mich wieder an, gehe auf Rückzug, wenn er sich umentscheidet, wieder in meine Richtung zu denken. Bis das Interesse etwas größer ist, mir zu folgen. Was in wenigen Trainingseinheiten auch sehr intensiv werden kann mit dieser Art der Vorgehensweise. Den einzigen Moment, wo ich ihn sofort wegschicken würde, weit von mir weg, wenn er mit einer sehr schlichten Einstellung mir gegenüber mehr Aufmerksamkeit geben würde. Mache ich mich mal etwas mehr bemerkbar. Wenn er sich abwendet nach dem Druck ausüben. Thomas, ich habe da gerade eine Frage. Ich weiß, dass du die gerne aufnimmst. Hier war mir jemand, ein netter junger Mann, hat gedacht, wollen wir nicht fair sein, um ihn von dem Pferde abzubefreien? Was? Wollen wir nicht fair sein, um ihn von dem Stutenpferde abzubefreien? Und da habe ich gedacht, so wie ich Thomas kenne, hat er deine Meinung zu. Das gehört alles zum Training. Das gehört alles zum Training, genau. Das ist die Herausforderung. Gut. So, wenn ich ein bisschen Aufmerksamkeit schenke, teste ich ihn jetzt auch mal. Was also zu meiner Anwesenheit sagt, gestern bin ich aber schon mal draufgelegt. Schon mal schon bewegt mit mir, gehe ich mal runter auf Rückzug, sag super, ich dich reiten will, ist das schön, wenn du dich entspannt bewegst. Hol mir wieder Aufmerksamkeit, war ein bisschen abgelenkt. Und mit dieser Technik will ich ihn jetzt ein bisschen weiter dran gewöhnen, dass es hier Druck auf den Rücken gibt. Mussten zwischendurch erleben, dass wir mit ihm spazieren gehen, können ja nicht nur in den Stall stehen, da habe ich natürlich auch ein bisschen wieder auf den Rücken geklopft und geguckt, was er so sagt. Das hat er gestern auch schon akzeptiert. Wenn er mich mal kurz aufsitzen akzeptiert, auch schon wieder runter. Und ein Standbreitpferd. Okay. Er weiß schon mal, dass das weiter drauf sitzen kann. Versucht das ziemlich unspektakulär zu halten, macht das aber auch nicht schwachsinnigerweise. Ich habe gestern eine Plastiktüte mit allem möglichen. Die letzten zwei Einheiten habe ich schon alles probiert. Er ist auch extrem cool. Von daher, wenn das Pferd bereit ist für die nächsten Schritte, mache ich sie auch gerne. Sonst ist er vielleicht gelangweilt. Wenn er losrennen wollte, wonach er sich nicht anfühlt, könnte das tun. Ich könnte auch jederzeit runterrutschen, wieder mal mir die Aufmerksamkeit holen. Lass ihn auch mal kurz überlegen, ob er sich vielleicht bewegen will. Frage ihn erstmal noch nichts. Ich will, dass sie keine Erwartungshaltungen haben, wenn man aufsteigt.
viel auf- und absteigen am Anfang. Je öfter man absteigt, bevor das Pferd einsagt, steigt lieber ab, desto besser ist das. Trotzdem sind Stuten immer noch interessant, also sehr geschockt ist er vom Anreitvorgang, nicht? So. Natürlich reite ich Pferde dann lieber in der Basisausbildung auch wirklich mit Sattel. Ich will nur mal demonstrieren, dass es nicht darauf ankommt, eine Sattelausrüstung zu benutzen. Und dass ich auch gerne mit dem Körper sehr nah dran bin. Thomas? Damit er einen spürt. Da sind einige Fragen, die mir gestellt werden, dass ich sie weitergebe. Die erste Frage, vielleicht viel interessiert, wie alt ist das Pferd? Wie alt ist das Pferd? Das ist ein vierjähriger Quarterhorse-Hengst. Ein guter Freund von uns hat ihn jetzt gekauft. Wir haben ein paar Tage vor der Messe ihn zu uns bekommen, um ihn für die Messe vorzubereiten im Handling, weil er war sehr hoch, musste erstmal anbinden, Füße geben ordentlich und sowas. Eigentlich schon im ABC musste er nachholen und verladen. Und jetzt müssen wir noch weiter auffüttern. Schon ein Spiegel, ne? Also wir reiten hier keine zweijährigen Pferde ein, das ist, glaube ich, die Frage, die hier gestellt wird. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Zweijähriger, muss ich noch entschuldigen. Alle Pferde. So, er wird jetzt natürlich auch nach dem Anreiten nicht gleich gewickelt wie ein fertiges Pferd, also keine Angst. Ich will nur demonstrieren, dass es hier um Verständnis geht. Was ich jetzt schon mache, ist das, was er vom Boden aus auch schon jetzt gelernt hat, seitlich mit dem Kopf zu biegen. Damit, falls er Stress kriegt, oder ich, je nachdem, ich ihn rausbremsen kann aus der Situation. Ich steige erst einmal kurz ab. Was ich in der Phase gerne mache, ist Sensibilisierung für Nachgiebigkeiten. Ist sehr isoliert, Kopfhalt-Sensibilisierung hier in alle Richtungen, aufwärts, abwärts, lateral, bis das sehr selbstverständlich wird. Er hat das jetzt schon ein paar Mal mitgemacht, von daher geht es gut. Ich sensibilisiere natürlich am Boden, kannst du mir weichen, kann dein Hinterteil weichen, kann deine Vorhand weichen, da sind wir schon einmal kurz durch das ganze Programm, kannst du mir nach vorne ausweichen, darf ich dich bewegen, wissen wir alle Gangarten, egal ob jetzt frei oder am Seil. Gehe oft ins Folgen zurück und will, dass er mich immer wieder einfängt mit seiner Aufmerksamkeit und seinem Fokus. Und was jetzt noch wichtig wird fürs Reiten, alles, was ich bis jetzt gefragt habe, war viel indirektes Gefühl, wie man so schön sagt, indirekter Druck, der ihn bewegt hat. Das Halfter ist schon ein direkter Druck, Berührungsdruck, auf den er hier lernen soll, sehr weich und solide zu reagieren. Das Gleiche will ich jetzt natürlich auf Berührungspunkte wie Schenkel. Die Hinterhand sollte schön weichen. Ich nehme hier nur die Fingerkuppen. Weicht er mir schlecht, kann ich ein bisschen rhythmischen Druck nehmen, bis die Hinterbeine mal kreuzen. Ich will ihn auch sehr isoliert anhalten können, wieder in Biegung. Das heißt, er soll in jedem Körperteil lernen, vom ersten Tag an des Reitens dann weich zu reagieren. Hier soll er seitwärts ausweichen. Gut, Schulter ausweichen. Kann dabei die Schenkelpositionen ansprechen, die hängt da ein bisschen, tippe ich ihn an mit rhythmischem Druck. Weil je öfter Pferde ausweichen gegen Berührung und auch desensibilisiert sind auf Berührung, desto weniger kämpfen sie dagegen oder flüchten davor. Pferde haben ja nun mal den berühmten Oppositionsreflex, der mit Flucht- oder Kampfgedanken antwortet. Und wenn wir durch Nachgiebigkeit und Verständnis diese Reaktion beseitigen, kann unser Pferd ein solides Reitpferd werden. Und dann weiß er, wenn ihn was stört von meiner Berührung, erstens weiß er durchs Desensibilisieren, er braucht sich so leicht nicht stören zu lassen. Und wenn er gezielt eine Berührung spürt und er weicht davon, wird er das Gegenteil von Flucht- oder Kampfgedanken haben und einfach nachgiebig und entspannt reagieren können. Da mein Körper jetzt dann ja auf ihm sitzt und die Schenkel ihn was fragen, will ich, dass er das Verständnis hat, bevor ich drauf sitze. Und gewöhne zum Beispiel gerne noch ein Muster an, bevor ich sie dann reite. Dass man so aufbauen könnte. Isolierte laterale Biegung, Hinterhand weichen, dann tippe ich ihn hier mit der Hand weiter an, ihn treibenden Schenkel, lasse ihn nach vorne raus und stopp.
noch in der Bildung, um Ihnen einen Ablauf zu zeigen, den ich jetzt von oben benutzen will, um Ihnen die ersten kontrollierten Schritte gehen zu lassen. Und er weiß dann aber eigentlich schon, was ich von ihm verlange. Nur ich frage es dann halt von oben. Er weiß schon, okay, ich kann weich anhalten in Biegung, ich kann mir den Motor die Hinterhand lateral ins Überkreuzen bewegen lassen, damit das linke Hinterbein gezielt antreiben lassen, daraus ins Vorwärts gehen, treibende Impulse und mich wieder stoppen lassen an einem Zügel. Schöner Ablauf für den Anreitmoment. So muss ich mein Pferd hier einfach blind losrennen lassen, dass es sein Instinkt hier einschaltet und irgendeinen Blödsinn macht. Und ich kann üben, dass er sofort sein Lenkchen einschaltet, Fokus bei mir lässt und hoffentlich weniger Blödsinn macht, sondern gezielt reagiert. Alles, was wir wollen, ist, dass Pferde ihren Fokus, ihre Leichtigkeit auf uns zu reagieren, uns zur Verfügung stellen. Wir wissen, Pferde können leicht sein, vom ersten Tag an. Ist ja nur das Problem, dass sie gerne auf alle möglichen Dinge leicht reagieren. Plastiktüten, Druck von außen, nun nicht unbedingt auf uns. Könnte ich Ihnen das Gleiche mal von hier oben fragen? Ich lege den Schenkel ein bisschen zurück. Und fragen, könntest du vielleicht gezielt? Sagt er, nee, kann ich nicht. Spürt er meinen Druck und regt sich ein bisschen auf. Sagt, ah, fühlt sich ein bisschen anders an, als wenn ich unten war. Frage ich aber weiter, weil er hat mir noch nicht die Hinterhand gegeben. Schnallt sich ein bisschen an. Zieh mich fest in der Biegung, aber ich will von ihm biegen. Und lass ihn wieder los. Okay, Biegung, Hinterhand bewegen, Biegung. Das ist ein guter Ablauf, den merkt ihr für die Zukunft. Natürlich sagen dann viele, hey, du bringst dein Pferd aus der Balance. Sag ich, ja, lieber lernt er jetzt, was Reiten heißt, Balance zu finden. Deshalb soll er auch immer wieder den soliden Stand finden. Zeigt er mir ein bisschen Widerstand, kommt der typische Hengst, da soll ich dir vielleicht mal ins Bein beißen, wenn du hier Druck machst. Frage ich einfach weiter. Er regt sich sozusagen schon ein bisschen über den Druck auf, deswegen mache ich jetzt auch gar nicht mehr, ich nerv dich aber weiter. Das heißt, ich werde ihn jetzt nicht zum Kampf herausfordern. Ich frage nur weiter, bis er wieder was macht. Sich ein bisschen rückwärts bewegt, Kopf geschlagen, ich bin einfach nur dran geblieben, bis er sich wieder biegt und dann ging die Hinterhand einen Schritt zur Seite. Jetzt können wir natürlich absteigen und ihn auch nochmal von unten fragen. Er fühlt sich jetzt aber so an, gut, als würde er das jetzt gleich mal machen, statt sich so stark zu wehren. Gut. Und frage ihn wieder auf jeden Fall, sich biegen zu lassen. Gut, dann sollte man ziemlich viel bestätigen, also steige ich wieder ab. Zeig auch mal, dass man natürlich auch mit Ausrüstung anreiten darf oder auf jeden Fall sollte. Besonders wenn es nachher ein gescheites Vorwärtsreiten gibt. Das hatte er die Tage jetzt schon gestern gut akzeptiert. Von daher kann ich da schnell durchgehen. Ziemlich entspannt damit. Hauptknackpunkt hatten wir gestern schon gesagt. Ist meistens ja auch nicht der Sattel selbst. Den meisten Pferden, da gewöhnt sich schnell dran, meistens der Urdruck. Wie der Name schon sagt, ist das ein echter Druck. Und den müssen sie verarbeiten können. Druck erzeugt Gegendruck. Gegendruck gegen Urdruck wäre bocken, sich hinschmeißen, steigen, durchgehen. Alles, was wir nicht gebrauchen können. Also gebe ich hier kleine Druckimpulse, desensibilisiere ihn zusätzlich weiterhin auf Urdruck. Der war eh schon ziemlich gut. Von daher muss ich hier nicht zu viel machen. Kurze Wiederholung. Und nur mal kurz zeigen, dass aber ein Urdruck eventuell was ausmacht. So kann man Reaktionen. Das sehen wir heute drauf. Passt immer wieder auf, dass ich seine Aufmerksamkeit eingefangen kriege. Er darf aber mal kurz weg sein. Er kann sich ja noch nicht ewig konzentrieren. Aber hole ihn natürlich immer wieder zu mir, besonders wenn was passiert, was er noch nicht so gut kennt. Denn Pferde reagieren auch, wenn sie abgelenkt sind, gerne, weil sie dann nicht garantiert nicht ihr Denkchen eingeschaltet haben. Plötzlich.
zwischendurch immer wieder an, lass dir von mir die Hinterhand lösen, Fokus zu mir. Ich kann dir helfen, dich aus allen Schlamassel rausholen. Gut. Und übe jetzt mit der neuen Kommunikation, die wir in Sensibilisierung und Desensibilisierung Ihnen erklärt haben. Sensibilisierung und Desensibilisierung erklären wir Ihnen, auf welchen Druck Sie reagieren sollen, auf welchen nicht. Das heißt, Druck, der kein direktes Ziel hat, wie zum Beispiel sowas, hat kein Ziel, ihn zu bewegen. Kennt er jetzt noch nicht, ich mache mal einen neuen Reiz, den er vielleicht falsch beantwortet. Vielleicht das ist ein Druck, der braucht dich gar nicht interessieren. Bleib ich dran, dass er sich entspannt. Das heißt, in Desensibilisierung wollen wir Ihnen erklären, wir wollen Sie nicht unsensibler machen, sondern Ihnen erklären, auf was Sie in unserer Welt reagieren müssen und auf was nicht. Da weiß er ja schon einiges, aber das zum Beispiel war noch neu für ihn, nehmen wir die andere Seite, ich werde ihn immer von mir abblocken. Noch 3 Minuten. Danke. Und ihn nicht näher rankommen lassen. Denn Abstandkontrolle ist die wichtigste Sicherheitskontrolle, die es gibt. Sie dürfen alles falsch machen, nur Sie dürfen Abstände nicht verringern, wenn wir das nicht wünschen. Dann sind wir sicher. Ich kann austreten, Blödsinn machen, er wird mich nicht treffen, weil ich ihm sage, jeder Millimeter Abstand, der liegt unter meiner Kontrolle. Wenn ich dich näher hole, hole ich dich näher. Wenn nicht, dann lass es und bleib auf jeden Fall auf Distanz. Er empfindet es jetzt als eine Einwirkung, die ihn bewegen soll. Bleibe ich dran, bis er eine Idee hat, helfe ihm vielleicht ein bisschen mit dem Halfter. Oh, das ist gar keine Einwirkung überhaupt. Also mit Sensibilisieren und Desensibilisieren erklären wir ihm, auf was er reagieren soll und auf was nicht. Lustigerweise reagiert er jetzt mit dem Druck des Gurtes und des Sattels etwas mehr wieder auf Dinge. Das ist aber öfter so, wenn mehrere Dinge zusammenkommen, machen sie wieder Fehler. Dieses Seilschwingen soll ihn nicht dazu veranlassen, was zu tun. Weil wenn ich ihm kein gezieltes Zeichen gebe, werde ich ihn nicht treffen. Gebe ich ihm ein gezieltes Zeichen, dann sage ich ihm, hey, ich würde dich auch treffen, weich aus. Gut. Und so weiß er schon einiges von Druck mittlerweile. Und dann übe ich mit dieser neu gewonnenen Kommunikation Richtungs- und Bewegungskontrolle aus. Das sind dann 2 weitere Punkte, die wichtig sind, Sensibilisierung, Desensibilisierung für den Aufbau der Kommunikation, Bewegungs- und Richtungskontrolle. In der Freiarbeit kann man das in Ihrem Verständnis machen. Jetzt hier am Seil und andere Komponenten dazu, andere Einwirkungen, müssen Sie das lernen, die neue Kommunikation zu verstehen für ich beweg dich, ich gebe Richtung und Bewegung vor. Auf je höherem Maße wir Bewegungs- und Richtungskontrolle bekommen und Kommunikation dafür, desto mehr erlaubt mir mein Pferd danach auch gezielt zu fragen. Ich habe ihn damit jetzt extra durch alle Gangarten geschickt, damit er garantiert auch schon mal mit Sattel und Gurtdruck galoppiert ist, verschiedene Bewegungen schon ausprobieren durfte. Und dann könnte man ihn jetzt das Gleiche, wie vorhin ohne Sattel, wie das erste Mal drauf mit Sattel, kann sich ein bisschen anders anfühlen. Verlang immer von ihm, hey, lass dich biegen, sich nicht mehr biegen lassen, ist nicht gut. Was allerdings normal ist, Flugtiere wollen sich nicht biegen lassen. Je öfter ihr euer Pferd dazu überreden könnt, sich weich und leicht biegen zu lassen, desto weniger Flugtier werden sie sein. Das heißt, dieses Biegen ist nicht dafür da, sie zu unterwerfen oder zu quälen oder sonst was, sondern es ist eine ganz klare Frage, kannst du weich bleiben? Kannst du das Gegenteil tun von dem, was dein Fluchtbewegungsmechanismus sagen würde? Der sagen würde, mach dich möglichst fest, zum Bockensteigen durchgehen, zum Verteidigen. Und je mehr ich mein Pferd frage, mach dich möglichst weich, desto weniger glaubt mein Pferd, dass es ein Flugtier ist. Weil in ihrer Welt lässt man sich nicht biegen, sonst hat man verloren. Man kann nicht flüchten, wenn man gebogen ist, oder zumindest nicht so gut. Jetzt fühle ich mich natürlich nochmal ein bisschen anders an für ihn. Und dann versuche ich ihn nochmal die gleichen Sachen wie vorhin zu fragen. Erstmal lass dich schön weich biegen. Natürlich müsste man das dann alles noch von der anderen Seite machen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Das heißt, wenn man ihm mentale Pausen geben will, kann man 20 Minuten nicht so viele neue Sachen anfangen. Gut, hat er Hinterhand bewegt, bleibt in Bewegung wieder stehen. Zwischendurch mache ich irgendwelche desensibilisierenden Bewegungen, sagt, mach dir nicht den Kopf um jede Bewegung oben drauf, sondern nur
nachher bei gezielten Ansagen beweglich mit Denkhirn eingeschaltet? Ja, lieber Thomas, ich muss mal Spielverkehr nochmal. Ich weiß, du kannst jetzt das Schiff auch wieder hochreiten. Und wir mal eine Führung noch zu Ende bringen können. Elf jetzt ein bisschen Zeit Richtung Hintern. Dein Hinterteil ist gemeint. Sagt er, ja, ich weiß, geht aber gerade nicht. Bleib ich dran, nerven ihn ein bisschen. Ohne ihn zwingen zu wollen, ich will ihn nur überzeugen. Komm, probier's. Hier weich zu bleiben, ja? Und vielleicht kannst du dich ja auch schon mal dann daraus ein bisschen Bewegung setzen. Muss jetzt nicht weit gehen. Ich will nur mal kurz zeigen, dass man daraus so die ersten Schritte ins Vorwärts fragen kann, ohne jetzt zu stark zu treiben. Dann beweg mal deine Hinterhand und find's raus, vielleicht von mir aus nur ein, zwei Schritte dich ins Vorwärts zu lösen, dass ich ihn wieder anhalte. Sich nicht biegen wollen, nimmt der gute Ernst beim Anreiten. Das heißt, ich frage ihn immer, theoretisch hat er jetzt einen Schritt vorwärts gemacht, er lässt sich wieder biegen. Alles ist gut, das wäre unser Ablauf. Hinterhand bewegen, daraus versuchen, ins Vorwärts zu kommen. Ist dafür da, damit man sich vorher was fragt, das Denken einzuschalten. Es kann auch alles gut gehen, wenn man es einfach loslaufen lässt. Aber Ausbildung ist ja eigentlich dafür da, nicht zu viel dem Zufall zu überlassen. So kann man auch nachher Probleme lösen, die mal entstanden sind. Das heißt, wenn er dann sich nicht richtig lösen will in der Hinterhand, muss er jetzt auch nicht viel vorwärts gehen. Frage ich ihn halt, löst deine Hinterhand, geh wieder vorwärts.